Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wir waren hier oben drauf. Da unten ist noch irgendwie so ein Typ, den müssen wir jetzt finden und grillen. Unser Hund, der verspeisen kann. So. Ach, und ich wollte eigentlich die Musik angemacht haben. Das habe ich ganz vergessen jetzt. Das ist auch egal. Dann machen wir jetzt ein bisschen Action. Machen wir Einstellungen. Audio. Ich habe auch hier ganz vergessen, die Musik wieder anzumachen. Erstmal Ingame-Musik. Habe ich ja immer ausgemacht für die andere Musik eigentlich. So, wenigstens Ingame-Musik haben wir wieder. Ist hier noch ein Typ. Was denn? Da gebe ich hier irgendwo. Ist nichts mehr. Was denkst du denn? Ich glaube, das ist Gespenst. Ah, ich hab den Arsch gefunden! Schön, Doc, mir sowas gefunden. Ja, ich spiele gerne Verstecken. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Scheid ist abgelaufen. Nichts, nichts. Ja, unten soll was sein. Runtergefallen, denke ich. Spürst du das? Das nennt man Angst. Und hau ihn jetzt. Was schießt doch hier auf mich? Ich weiß nicht, von wo. Was? Oh, eine Wackelpumpe. Fusionskernte hauen deutlich länger, nämlich 10% für immer. Das ist schön.
Alter! Dein Ernst? Hä? Wo ist dein Leiter hin, bitte? Vor mir oder so. Okay. Aber hinter mir. Wo ist mein Hund? Verstehe schon nicht wieder, nicht wo mein Hund ist. Ich denke, das war auf jeden Fall schon mal der Anfang vom Ende hier. An den ganzen Meute. Diese. Alle auch irgendwie guten. Ich sehe aber auch kein Durchkommen. Aua. Hier habe ich die auch schon alle gelootet. Nochmal da unten auf jeden Fall. War nämlich auch noch irgendwo einer. Dann packe ich alles mal in den Schrank rein. Hier reinnehmen in diese kleine Kiste. Rechtes Bein. 1, 3. 3, 6. Warum sagt er mir nicht, dass das Lederrüstung rechtes, ach rechter Arm, rechtes Bein. Hier rechtes Bein. Linker Arm. Rechtes Bein. Ah, hier. Na gut, weg damit. So, alles hier in dieser roten Kiste drin. Thank you.
Tür. So gut festgekettet. Ja, gut. Sagen wir, Maschine aber den Haupteingang rein. Draußen waren sie ja schon alle tot. Ja, den holen wir später. Speichern hier nochmal. Jetzt gehen wir da rein. Was denn? Licht sehen Sie. Wichser! Da draußen ist wer! Wo ist der kleine Wichser hin? Ich traue mich, aber ich würde es natürlich. Da dran gehen hier. Denn hier auf mich? Ich sehe keinen. Da unten also. Alter. Hund. Willst du wohl Spielchen mit dir spielen, was? Bist du denn? Das ist ein Schrott mitnehmen hier. Brauchst dich nicht verstecken. Ich krieg dich schon. Warte. Terminal.
Zeig dich! Los! Wenn du dich traust! Die bekomme ich so nicht auf. Dafür braucht man einen Meister. Zeit, um ein Skill zu setzen. Natürlich haben wir noch lange nicht Meister. Aber wir können immerhin schon mal auf. Das ist ein Tischball. Nein. Wir können immerhin schon mal auf Experte machen. Bestätigen wir das. Habe heute eine weitere Karawane befallen. Tja, das ist schon die dritte in diesem Monat. Und Freddy hat uns zusätzlich die gute Nachricht überbracht, dass noch eine Karawane in unserer Richtung unterwegs ist. Er sagt, er hätte ein paar Wachen gesehen, aber ansonsten hauptsächlich Zivilisten. Da ist sogar eine Braut dabei, die wie eine Wahrsagerin aussieht. Und oh, die haben uns beobachtet. Und eine Scherzkeks mit einem Cowboy-Hut. Ich werde Jared um zusätzliche Männer für den Überfall bitten. Dieser verdammte Hut gehört mir. Nein, das ist mein Hut. Nein, dann mein Netzwerk offline. Das ist mein Netzwerk. Aha, okay. Also, die wollten uns überfallen. Naja, gut, dass ich denen sofort gekommen bin. Die gerade überfalle. Das ist auch nichts mehr. Soweit. Da gehen wir gleich mal lang. Die Karawane zieht weiter. Der Sultan bleibt hier. Der Sultan bleibt hier. Spaß. So. Vielleicht mal nicht wie eine andere Waffe benutzen. Wir haben viel zu looten erst. Ich kann nicht mehr. Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wo kommt ihr denn her? Ey, Alter, das ist nicht wahr. Wo kamen die jetzt bitte her? Ich weiß, ich muss meinen Behälter mitnehmen.
einen Behälter. Bin mir ganz sicher. Jesus. Sind alles hier in diesen Zigarettenschachtelautomaten. Hier rein. So. Ich merke, dass ich dann den Zigarettenautomaten auch wieder Sachen deponiert habe. Und dann werde ich den nämlich alle offline mal ein bisschen in meine Hütte bringen. Hier unten ging es jetzt nicht weiter. War aber noch Milchflaschen mehrere. Und eine Kochplatte. Jetzt konnte man nämlich noch hier hinten gehen. Jetzt aber wieder hoch auch. Fahrstuhl. Nach unten. Untere Ebene. Cool. Fahren wir mal. Oh, hier waren wir schon. Da wir oben so. Ja, ich meine, warum nicht? Fahren wir einmal hier mit dem Fahrstuhl. Nach oben. Nach oben. Was geht denn hier schon wieder ab? Das ist ja nicht normal. Jared. Das ist der Anführer auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr schön. Ja, Alter, Daryl, der kann sich heilen. Ja, ist klar. Thank you.
sterben. Also ist da oben. Ja, jetzt muss ich aber erstmal die anderen um. Noch ist hier nicht geklärt. Diese komischen Schütze. So, und jetzt können wir auch die anderen noch irgendwann hin, die hier irgendwo sind. Da ist einer. Ja, das war meine Absicht. Was denkst du denn? Ist aber auch ein zäher Brocken hier. Komme ich denn da irgendwo nicht hoch? Zu Jared. Ich glaube, das Arschloch benutzt ein Stealthboard. Nein, ich suche Weg zu Jared. Ich finde ihn nur nicht. Das regt mich gerade irgendwie auf. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Wo bist du denn? Da ist ein Exit. Hier geht's raus. Springen kann. Ich kann es ausprobieren. Aber ich glaube, es ist ein bisschen weit. Nee. Nein, ich bin auch nicht gerannt. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Scheiße, was war das? Kommt man da hin? Ich krieg die Krise. Ja, und wo hast du mich? Ich sehe dich nicht. Das ist doch scheiße. So wie unter mir. Was zum Teufel war das? Ja, ich frag mich immer nur echt. Nein, es ist nichts. Komm mal noch nicht hinter. Verstecken. Von mir. Ganze Ver. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Verstehe ich nicht. Alter, ich reg mich hier allmählich auf. Hier gibt's doch gar keinen Weg nach oben, das ist doch lächerlich. Ich muss doch da einen Weg hochgeben, ich will Jared looten. Alter, das war knapp, aber es war nur fast. Ich sehe hier aber auch keine Treppe oder sowas. Das ist doch scheiße. Ja, Leute, ich werde jetzt weiterhin versuchen, da erstmal rüberzukommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich es geschafft habe, zu Jared zu kommen. Ah, wir haben es jetzt geschafft. Na gut, dann wollen wir jetzt doch mal gucken, was Jared hat. Ist ein anderer Weg? Ne, es gibt nämlich auch keinen anderen Weg. Ich hätte mich eher dumm und dämlich versucht, hier rüber zu kommen. So. Ich nehme mal eben
alles looten hier. Jared, was hast du denn für uns? Ist da noch so einer? Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Ja, kann ich mir einen Jared looten so. Und einfach alles mit dem Jared haben und gucken das später an. Und wird schon wieder verkrüppelt, wo auch immer. Wo ist dieser Hund? Also manchmal denke ich mir auch. Ups. Ne? Das denke ich mir manchmal. Ich würde nämlich gerne auch nochmal Jared's Terminal reingucken. Und hier ist ein Perfekt. Wir können noch mehr. Wir sollten auch mal mehr in den Nahkampf gehen. Das machen wir so selten eigentlich. Ja, das reicht mir. Ich nehme das mit. Ja, wo bist du denn? Ich würde dich ja gerne abknallen, aber du bist nicht da und bist mal kaputt. Das gucke ich hier noch rein. Ey. Sicher niederlassen, überfragt. Subjekt des Experiments gehen weiter. Sie ist hier. Scheinwerferstörung, Turmsteuerung. Zwei sind noch da. Offline und Offline-Fehler. Ja. So, wir werden das nächste Folge noch mal angucken und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst da einen Daumen oben da, wenn nicht, dann nicht und tschüss, bis zum nächsten Mal.